Destur ya Sayyidina ya Rasulullah, destur ya Sahabi Kiram, mele diyamun aşeya Muhammed nadim ala kane rabani, mele yaşı yapı rafayız da sani şavun akşmeni ve isri Bukhari, şi Muhammed ala rabani, mele diya ricalullah, tarikatuna sohba ve hayru fi cemiyat. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Unterstützung für eine kleine Suchbad, inshallah, ein Zusammensein, in dem uns, inshallah, ein Rat oder einige Ratschläge, Nasihas, gegeben wird, inshallah. Wir haben eben in der Khutba erwähnt, dass wir zufrieden sein sollen, so sagen es die Wissenden und die Heiligen, die Gotteskenner, dass wir mit der Situation, in der wir sind, jeder Einzelne mit seiner Situation, jeder Einzelne in seiner individuellen Situation und natürlich auch kollektiv, ist ja logisch dann, jeder hat seine Situation und ist mit anderen auch zusammen, zufrieden sein soll, sich damit zufrieden geben. Natürlich ändert man, was man ändern kann. Ja, was man ändern kann, ändert man. Ja, das ist die Entwicklung. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die Situation, in der man ist, die beste ist. Gerade eben aus diesem Grund, weil man sie ändern kann, zum Besseren hin. Das setzt voraus, dass man sich bewusst ist, ein wenig bewusst ist. Man muss sich bewusst sein dafür üben, sozusagen. Das ist eine der Übungen auf dem Weg des Islam, auf dem Weg des Muslim, auf dem Weg des Mu'min, auf dem Weg des Muriden, des Tariqat-Schülers. Dass er ein Hinderungsgrund, dass wir das nicht schaffen und immer daran vorbeigucken, an diesem Fakt, an dieser Tatsache, ist, dass wir nicht in der Gegenwart sind. Wir sind in der Zukunft oder in der Vergangenheit meistens. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen, unglaublich, ohne Ende. Ein Meer von Vergangenheit, von vielen Sachen, hast du die Auswahl, was du alles wählen kannst, was du alles erlebt hast und was alles traumatisch wirkt und was alles war. Und das ist jetzt und das wirkt dann in die Zukunft. Und wie wird es in der Zukunft sein? So sind wir. Ich bin auch so. Wenn ich bete, dann denke ich, jetzt habe ich mal Ruhe zum Nachdenken. Und dann, du musst ja bald reisen, wie machst du das? Du musst den Flug buchen, ja, Assalamu alaikum, Eurowings, vielleicht Ryanair, ist billiger. Und dann musst du gucken, dass du da bist und dann das alles arrangieren, die ganze Reise schon wieder arrangieren. Assalamu alaikum, Allahu Akbar. Hat man richtig Zeit, das sein Szenario durchzuspielen, was die Zukunft betrifft? Weil wenn du nicht betest, ja, dann hast du keine Ruhe, dann reden die Leute mit dir, dann musst du antworten, hast du keine Zeit zum Nachdenken. So funktionieren wir, ihr vielleicht nicht, aber ich. Und deswegen sollte man üben, in der Gegenwart zu sein, ja, nicht in der Zukunft. Ja, wenn du betest, bist du in der Gegenwart, du bist in seiner göttlichen Gegenwart. Du betest, um in seiner göttlichen Gegenwart zu stehen, um mit Allah zu sein, mit dem Geliebten zu sein, mit deinem Herrn zu sein, mit deinem Alles und Einem zu sein, der dich erschaffen hat und zu dem du zurückkehrst, von dem du kommst und zu dem du zurückkehrst. Du stehst vor dem, vor keinem Geringeren als ihn stehst du beim Gebet. Und zwar jetzt, wenn du sagst Allahu Akbar, dann stehst du jetzt da. Deswegen heißt es auch göttliche Gegenwart. Ja, das sagen wir immer, das ist immer der Scherz. Ja, du sagst ja nicht, ich möchte gerne in die göttliche Vergangenheit oder ich suche nach der göttlichen Zukunft. Das sagt kein Mensch in keiner Religion. Nirgendwo kannst du das finden. Es ist immer nur göttliche Gegenwart. Weil er ist jetzt. Er ist jetzt.
Der ist nicht morgen und gestern, der ist jetzt. Ist er jetzt nicht? Du bist jetzt nicht. Allah ist jetzt. Jetzt. Das ist ein Schlüsselwort. So einfach. Kann man drüber meditieren. Und was einem hilft, ist der Atem. Ja, frag Sheikh Ahmed Kreusch, der kennt sich aus. Über Atmung. Der Atem, weiß man von Sheikh Abdullah Daristani, Qadassallahu Aliyah, weiß man, dass er keinen Atemzug gemacht hat, ohne Bewusstsein, ohne zu sagen Alhamdulillah, so sagt man. Er hat selber gesagt, ich sage am Tag 24.000 Mal Alhamdulillah. Nämlich für jeden Atemzug bin ich dankbar. Ich lebe ja. Ich lebe und ich kann sagen Alhamdulillah. Ich lebe ja, um zu sagen Alhamdulillah. Da gibt es ja keinen anderen Grund. Ich lebe, um zu sagen Alhamdulillah, Shukrulillah, Mashallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, Walla Hawla, Walla Quwwata Illa Billah. Das ist ja der Grund, dass ich lebe. Oder gibt es einen anderen Grund? Ach ja, wir haben Essen und Trinken vergessen. Essen, Trinken, Auto, Haus, Frau und alles überhaupt, was uns so beschäftigt. Das ist okay. Damit müssen wir uns sogar beschäftigen. Aber der Grund, warum du erschaffen worden bist, ist der andere. Das ist das Alhamdulillah. Deswegen sollen wir innerlich so sein. Das ist eine der Nackspandi-Regeln. Ja, man sagt immer, Khilwat machen, Khilwat, ja. Khilwat in der Menge ist eine der 8 Regeln. Du bist mit den Leuten, aber du bist mit deinem Herzen, bist du mit Allah. Sagt Sheikh Mehmet, sagt Sheikh Nazim, sagen alle Sheikhs, ohne Ausnahme, alle Heiligen. Und der Prophet sagt es. Kul Allah wastakimu. Sag Allah und geh weiter. Nützt natürlich nicht, einfach nur Allah, Allah zu sagen und dein Kopf ist woanders und dein Herz ist auch woanders. Du musst dabei sein. Und der Atem hilft. Auf den Atem zu achten, hilft. Auch Shahu Naqshband al-Nawaisi al-Bukhari, sagt man von ihm, hat nicht einen Atemzug in seinem Leben ohne Bewusstsein getan. Ja. Bewusstsein, das ist so ein Wort. Ja. Bei Abdullah Daristani ist noch klarer, du sagst, bist dankbar einfach, dankbar für jeden Atemzug. Muss man ja dankbar sein, oder? Bist doch dankbar, dass du hier sitzt, dass du ein Lebewesen bist, ein Mensch, der atmet. Und diese Atmung kommt von Allah, ist ein Geschenk von Allah. Ja, bis die Atemzüge, die dir gewährt werden in deinem Leben, zu Ende sind. Ist geschrieben, so und so viele Atemzüge für den. Kommt der letzte Atemzug? Dann ist Salamu Alaikum, Alaikum Salam, ins Akhira. Ja, da brauchst du nicht körperlich atmen, da gibt es eine andere Atmung. Ja, dann ist immer im Akhira. Deswegen sollen wir dankbar sein. Und dankbar sein heißt in der Gegenwart sein. Wenn du in der Gegenwart bist, wird alles leicht. Wird alles leicht. Deine psychischen Verhältnisse des Egos und der Erziehung, so wie wir erzogen worden sind, und die Traumatisierung und ich weiß nicht, was alles, die Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, die zwingen uns dazu, immer irgendwas zu denken. In der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ja? Shaitan hilft mit, der will gar nicht, dass du in der Gegenwart bist. Gar nicht. Ja, und das muss man aushalten. Muss man atmen, muss man ein bisschen Ruhe nehmen und atmen, einfach nur mal atmen und dankbar sein. Ja, damit man in die Gegenwart kommt. Ja, und das Sikke hilft dir dabei. Ja, Sikke ist nicht nur dazu da, um ein Programm abzuliefern. Sikrullah. Die Erinnerung an Allah ist die Erinnerung an seine Gegenwart. An ihn, der jetzt ist und der alles ist. Denn wenn du das so siehst, dann hast du und du atmest ein und atmest aus, dann siehst du, das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk Allahs, um in seiner Gegenwart zu sein. Du willst ja in seiner Gegenwart sein. Was heißt das? Du willst in der Gegenwart mit dem Scheich sein, ja, sagen wir. Ein Scheich hat gesagt, ein Mensch kann in seinem Leben nichts Besseres tun, als sich in die Gegenwart eines Heiligen zu begeben.
Also deine Handlung kann nicht besser sein, du kannst nichts tun, was dir mehr Nutzen bringt im Diesseits und im Jenseits, als dich körperlich, materiell, physisch in die Gegenwart eines Heiligen zu begeben, mit dem zu sitzen oder zu gehen oder zu beten oder was auch immer, bei ihm zu sein. Dann sagt man, du bist in seiner Gegenwart. Ja, du bist in seiner Gegenwart. Du sagst ja auch nicht, ich möchte mal jetzt nach Zypern zur Vergangenheit von Sheikh Mehmet. Sagt man so? Nee. Du sagst, ich bin in seiner Gegenwart, inshallah. Er ist gegenwärtig und ich bin in seiner Gegenwart, möchte ich sein gerne. Auch nicht in seiner Zukunft, sondern in seiner Gegenwart. Ja, das ist die Absicht, die nutzvolle Absicht. Ja, das ist der Nutzen, der beste, größte Nutzen, den wir nehmen können. Und er befreit uns von dem ganzen Mist, von unnötigen Dingen. Unnötigen Dingen, ja, die einfach unnötig sind, belastend sind, uns zurückwerfen und uns nicht entwickeln lassen, die uns zum Ärgern bringen, zur Wut bringen, zur Traurigkeit bringen, zur Depression bringen, diese Worte, ja, wo man sich zurückzieht von den anderen, was auch nicht gut ist, ja, weil kommunizieren ist wichtig. Baina Kulubihim Wasila steht im Koran. Unter den Menschen gibt es Beziehungen von allen, jeder hat ja, Beziehungen. Über die Herzen gibt es Wege, die muss man pflegen, die muss man benutzen, diese Wege. Ja, so sollen wir das üben, in der Gegenwart zu sein. Das hilft uns, nicht in diese Diskussion der schlechten Weltlage eingreifen zu wollen unbedingt und eine Meinung zu haben, die nichts nützt. Ja, das nützt dir die Zufriedenheit mit dem, was Allah beschlossen hat. Das nützt dir. Das nützt dir nicht, Recht zu haben oder sich zu ärgern oder zu sagen, ich trete jetzt dem bei und dann die Demonstration und das und dies und das. Es geht alles seinen Weg. Es geht den Weg, den Allah beschlossen hat. Deswegen, je mehr man in der Gegenwart ist mit Allah subhanahu wa ta'ala, desto zufriedener ist man. Dein Glück und deine Liebe und deine Glückseligkeit liegt da drin, wenn du mit Allah zufrieden bist. Moses, Friede sei mit ihm, hat Allah gefragt, O Allah, wie kann ich dich zufriedenstellen? Ja, was kann ich tun, dass du zufrieden mit mir bist? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, wenn du zufrieden mit mir bist, bin ich zufrieden mit dir. Ja, was für ein Ding. Willst du nicht, dass Allah mit dir zufrieden ist? Geht dir das einfach so vorbei? Allah, super, der dich erschaffen hat, ist zufrieden mit dir. Was für ein Ding, oder? Ist ein irre, ist ein wahnsinniges Ziel, ist doch unglaublich. Allah ist zufrieden mit dir. Und so einfach, du bist zufrieden mit ihm. Du bist zufrieden mit ihm. Du sagst ja, wenn es auch schwer ist. Ego ist gedrückt von den Dingen und so weiter. Es ist schwer. Bin trotzdem zufrieden mit dir. Ich weiß, da ist eine Weisheit. Und dann kommt fa innamal usri yusra. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Zum Schluss steht die Erleichterung. Das kannst du in jeder kleinen Sache, wo du mal geduldig bist. Bist geduldig mit dem, mit der Situation. Du bist ein bisschen geduldig. Prüf das in deinem täglichen Leben. Du bist ein bisschen geduldig. Sagst, ich bin jetzt einfach mal geduldig, weil das Allah gesagt hat und der Prophet gesagt hat. Halte ich einfach mal aus. Es ist nicht schön, aber ich halte es aus. Ich bin einfach mal jetzt geduldig. Das ist der Befehl von Allah, der für den Mu'min geduldig und dankbar zu sein. Ich mache es einfach mal, ich halte es aus. Dann wirst du sehen, dass nach kürzester Zeit kommt Frieden und Süße sogar. Belohnung, direkt. In kleinsten Dingen, kann ich dir überall zeigen. In jeder Situation. Bisschen Geduld,
Natürlich muss die Geduld bis zum Ende. Nicht, dass du sagst, jetzt sind 5 Minuten vorbei, jetzt ist aber genug. Jetzt habe ich euch ja wirklich richtig geduldig, jetzt ist aber mal echt genug. Das ist keine Geduld. Geduld ist immer bis zum Ende, bis eben diese Erleichterung kommt, bis du spürst, ja, dass die Tür wieder aufgeht, bis du spürst, dass die Erleichterung kommt, die Süße kommt, die Liebe kommt. Ja, so lange musst du schon durchhalten. Ja. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Möge Allah uns das zeigen, inshallah, und helfen, daran festzuhalten und diesen Weg so zu gehen, inshallah. Es ist ein wunderschöner Weg, den wir bekommen haben, dieser Lebensweg, auf diesem Planeten zu sein und auch in dieser Zeit zu sein, wenn die auch noch so schrecklich ist. Ja, die ist so schrecklich wie die ist, so leicht ist es für dich, jetzt göttliche Gegenwart zu erreichen. Im gleichen Reziprok sozusagen, so schlimm wie das ist, so leicht ist es für den Mu'min, jetzt göttliche Gegenwart zu erreichen. Früher war es nicht so. Musste sich mehr anstrengen. Die Zeiten waren so besser. Jetzt sind die Zeiten richtig schlecht, ja, von Shaitan geprägt auf der ganzen Welt. Und für den Mu'min, der festhält an einer Sunna, am Glauben und am Sunna vom Propheten, ist es leicht, eine gute, wie soll man sagen, Nähe zu kriegen oder ein gutes Bewusstsein von Allah, eine Liebe zu Allah, eine Liebe zum Propheten, eine Liebe zum Scheich zu bekommen, inshallah. Und zu den Brüdern und Schwestern, zur Umma. Möge Allah uns es geben, inshallah, allen Menschen, und möge die Umma barmherzig sein und genesen lassen, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amen. Englisch brauchen wir nicht, glaube ich, heute. English people listening to this, they should be in the presence of Allah Almighty, not in the future or the past. Try to be aware and use your breath for this, because the great saints, they used their breath. They did every breath with consciousness, not without consciousness. They thanked Allah Almighty, their Lord, that they were created, and they thanked their Lord for every breath, because they have the chance to say, Alhamdulillah, thank you, my Lord, thank you, thank you, thank you, with every breath. Yes. So they try, and they are in the presence of God, presence of Allah Almighty. And that relieves you. Yeah, there is difficult things, you have to carry them, you must be patient. And in this difficulty, there is already programmed that the easiness is programmed. The outcome, the easy outcome of it is already programmed in it. You must know this, and this gives you strength and gives you hope and gives you good reason to be patient. Because even in any small thing, you are patient with it. In the end of this way, there coming sweetness, coming easiness, coming love from Allah Almighty, because you are patient. Try to be in the presence. Don't let Shaitan bring you with wrong inspirations into the past, into the future, to worry about the future, to regret the past. Always this thing, not forgive people, being in this and that, and or involved in these things of this terrible world. Don't get involved. Don't, if they ask your opinion, don't say opinion, don't argue, don't discuss. Be in the presence of Allah Almighty, be happy. Don't worry, be happy. Very easy saying, but it's very true. Yeah. Try to be in the presence of Allah, not in the future, not in the past. May Allah help us, inshallah, and everyone, and give the Ummah good tidings. There is good tidings for the Ummah, for the believers, and may He give them strength and health, healthy health and strength, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha. Amen.